Hey Leute, willkommen zum 1000 Abonnenten Special. Mein Name ist Niklas Huschenbeet und ich werde gleich gegen jeden, der mich herausfordert, spielen in der Chess24 Playzone. Und ihr seht, ich habe mich sogar schick gemacht und ich würde sagen, wir gehen direkt zu Chess24. Hier sind wir und ich glaube, es gibt sehr viele Herausforderungen. Ich werde sie wohl nicht alle schaffen können, aber wir werden mal sehen, gegen wie viele Leute ich antreten kann. Okay? Also hier habe ich meine Herausforderung und ich würde sagen, ich nehme hier gleich die oberste an, eine 5-Minuten-Partie gegen Pitrik. Und ich weiß auch zufälligerweise, wer Pitrik ist und er hat mich schon vor langer Zeit gefragt, ob wir mal eine Partie spielen könnten. Er hat mich tatsächlich zu vielen Ideen animiert, beziehungsweise er hat mich inspiriert. Das ist Patrick Göde und unter anderem diese Idee mit Let's Blitz ist auch von ihm gekommen. Und er schreibt mir hier noch, hey, viel Spaß. Und wir können jetzt hier anfangen und spielen. Ich habe ein bisschen früher als 1 angefangen, aber ich denke, es ist okay. Ich konnte nicht mehr länger warten. Und dann wollen wir mal sehen, wie es hier läuft. Wir haben einen Sizilianer auf dem Brett. Er spielt mit Springer C6. Ach, eine Sache, die ich vergessen hatte. Wenn ihr gegen mich spielt, wenn ihr gegen mich gespielt habt, so rum sollte ich sagen, und ihr wollt eure Partie schnell finden, dann schaut in die Beschreibung, da habe ich alle Zeiten und die Gegner geschrieben. Und dann könnt ihr einfach darauf klicken und dann müsst ihr nicht groß lange suchen, wo eure Partie gegen mich ist. Und wir folgen hier weiter der Sveshchikov-Hauptvariante. Ich hoffe, er hat sich nicht groß vorbereitet. Er spielt das sehr schnell, scheint sich hier sehr sicher zu sein. Und ich spiele diesen Zug hier mit C4. Der andere Hauptzug ist 11, C3 ist der ältere Hauptzug. Aber C4 ist ein bisschen einfacher zu spielen. Man hatte jetzt die volle Kontrolle im Zentrum und es geht natürlich langfristig um dieses Feld auf D5. Und ich mache noch einmal sicher, dass ich hier auch im richtigen Modus bin. Drücke nochmal hier die 1, nicht dass ich im falschen Modus bin, dann am Ende ist alles doof. Von daher, da gehe ich nochmal auf Nummer sicher, aber ich glaube, es sollte jetzt hier alles stimmen. Und ich denke, ich werde jede halbe Stunde einen kleinen Cut machen, nur um zu checken, um das Video okay ist und ob alles in Ordnung ist. Denn ich habe tatsächlich gestern, also am Samstag, wollte ich ein YouTuber-Special machen gegen Shazar. Und da ist gegen Ende der Partie tatsächlich mein Computer abgestürzt. Da war das Video weg. Und das war natürlich sehr, sehr bitter. Okay, spielt Turm B8. Die anderen beiden Hauptzüge sind A5 und kurz hoch Hade. Und jetzt die Frage, wie ich mich hier aufbaue. Und ich glaube, ganz typisch ist es hier, mit Läufer E2 zu spielen und so weiter. Also mache ich das mal, Läufer E2. Dann kurz hoch, man spielt natürlich auf den weißen Feldern. Das ist, denke ich, auch recht offensichtlich. Und die Züge für ihn sind wahrscheinlich auch relativ klar. Er möchte gerne seinen Läufer loswerden. Das ist der schlechte Sveshnikov-Läufer, aber ich werde es ihm so schwer wie möglich machen. Jetzt Dame D3 ist leicht zu spielen, B3, Turm AD1 und so weiter und so fort. Und mal sehen, wie das hier weitergeht. Das finde ich eben ganz nett an dieser Variante, dass die Züge sich mehr oder weniger selbst ergeben. Man stellt alles auf Weiß. Ihr seht, wie alle meine Figuren auf den weißen Feldern stehen, bis auf der König. Ja, ein paar Bauern natürlich. Und dann, gut, ich spiele jetzt erstmal A5, ich spiele mal B3, sicher hier auch alles ab. Und dann gibt es hier die, entweder die Idee mit G3 und F4 zu spielen oder die Idee mit H3 und Läufer G4 zu spielen, weil man eben diesen Läufer gerne abtauschen würde, obwohl man ihn nicht gerne auf E6 abtauschen würde. Von daher ist es manchmal ein bisschen kompliziert positionell, wie man es genau spielt. Aber das kann ich mir noch ausdenken rechtzeitig. Ich spiele jetzt erstmal Turm B7. Und ja, jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich mit G3 F4 spiele oder mit H3 Läufer G4. Andere Möglichkeit, die ich noch gerade in Betracht ziehe, ist C5, gefolgt von Dame A6. Das sieht auch interessant aus. Ich will mal kurz einen Blick darauf werfen, ob das wirklich eine Idee ist. Ich glaube nicht ganz, aber wir behalten es im Hinterkopf.
Ich spiele jetzt mit G3, F4. Das sieht mir irgendwie attraktiver aus. Auch wenn ich hier vielleicht ein bisschen meine Felder schwäche. Aber das nehme ich jetzt einfach mal in Kauf. Spielt Turm D7 und klar, ich folge jetzt mit F4 und klar, ich öffne meine Störung, aber ich gewinne auch Raum und das ist eben so ein kleiner, ja, Austausch. Läufer H6. Okay. So, was nun? Er würde jetzt wohl ganz gerne hier mit F5 dagegen halten. Könnte ich mir vorstellen. Von daher spiele ich jetzt Springer E3, um eben F5 zu verhindern, denn dann könnte ich den ja einfach rausschlagen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass hier die Dame irgendwie kommt und mir Probleme bereitet, aber ich glaube, ich habe das alles noch unter Kontrolle. Er spielt erstmal G6, er bereitet vielleicht nochmal F5 vor. Und er möchte auch seinen Läufer nach G7 bringen. Das ist natürlich sinnvoll. Auf der anderen Seite, F5 könnte er auf E3 zwischenschlagen. Okay, das sollte ich vielleicht nicht erlauben. Gut, ich probiere mal Läufer G4. Wieder die Idee, ich will F5 unbedingt verhindern. Und wie gesagt, diesen Läufer tauscht man auch ganz gerne ab, denn es geht immer noch um das Feld D5. Er spielt Dame H4, setzt meinen Läufer unter Druck. Und wie reagiere ich jetzt hier? Ich denke, ich decke den Läufer einfach mit Dame E2. Aber jetzt wird er vielleicht F5 spielen können, das kann sein. Den Zug muss ich jetzt hier im Auge behalten. Ja, das wird gleich ein bisschen interessanter. Hier spielt König H8. Sollte ich auch erstmal König H1 spielen oder F5? Viele Möglichkeiten. Ist eine sehr spannende Stellung. Und meine Zeit wird weniger. Das heißt, ich sollte wohl zu einem Zug kommen. Ich spiele auch erstmal König H1. Das kann eigentlich nicht verkehrt sein, hier den König aus dieser G-Linie rauszuziehen. Und dann mal sehen. Oh wow, ich habe 19 Herausforderungen schon. Ich befürchte, ich werde die nicht alle abarbeiten können. Aber mal sehen, wie es läuft. Okay, jetzt ist F5 tatsächlich hier ein Zug, der in Frage kommt, natürlich ganz klar. Aber es gibt Ideen, dass ich auf F5 schlage und dann Springer G2 spiele. Sowas muss man alles im Auge behalten. Er schlägt auf G4. Das freut mich zu sehen, denn den. Den Läufer wollte ich ja die ganze Zeit schon abtauschen und wir kommen jetzt hier ins Endspiel. Und ich kann jetzt gleich meinen Springer nach F6 reinstellen. Und das ist, denke ich, jetzt gut gelaufen für mich. Spielt den Turm weg. Will jetzt vielleicht mit A4 hier anbaggern. Ich hätte den anderen Springer nach F6. Na, vielleicht. Na gut. Ich spiele Turm D3. Er möchte natürlich jetzt hier über die A-Linie kommen. Das habe ich mir schon gedacht. Wie wäre es denn, wenn ich hier mal ein bisschen Druck mache auf der H-Linie? Mal sehen, was da so los ist, ob man da was unternehmen kann. So tun, als würde ich ihn jetzt hier angreifen. Aber vielleicht ist da was möglich. H5, welche Opfer dann? Das ist auf jeden Fall in der Stellung. Und da will ich ihn jetzt ein bisschen schocken. Und er ist jetzt so geschockt, dass er tatsächlich auf F6 rausstehen und das wollte ich ja im Prinzip bewirken. Jetzt kann ich hier sogar noch nachlegen mit E5. Obwohl, ist das eine gute Idee? Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden es gleich herausfinden. Die Zeit wird knapper, es wird spannender. Und mal sehen. Jetzt droht natürlich Matt, das heißt, er muss H6 oder H5 spielen. Er spielt H6. Und ja, jetzt stellt es vielleicht heraus, dass es doch nicht so schlau war von mir. Und ich habe, glaube ich, nichts Besseres, als einfach diesen Bauern mit Turm E3 zu decken. War natürlich nicht mein Wunschstück, aber der Springer steht natürlich immer noch sehr stark hier auf
F6. Er greift den Bauern nochmal an. Na gut, dann decke ich ihn wohl nochmal. Jetzt könnt ihr auf E5 schon schlagen. Aber ich glaube, das Thomas-Spiel würde mich immer noch begünstigen. Er tut es. Okay, ich gebe einen Schach auf H5, um seine Bauernstruktur zu zerstören. Ich hätte natürlich auch schlagen können und Turm B5 direkt folgen lassen können, aber das fand ich ja eigentlich auch nicht schlecht. Und das wird jetzt hier interessant auf jeden Fall. Okay, er gibt mir diesen Bauern. Das heißt, ich habe jetzt... Ach nee, ich habe noch nicht mal einen mehr. Ich hatte ja davor einen verloren, aber ich glaube, das Endspiel begünstigt mich trotzdem. Denn meine Figuren sind aktiver. Und das kann hier von entscheidender Bedeutung sein. Jetzt werde ich diesen Bauern gewinnen. Und dann wird es natürlich jetzt hier auch um die Zeit gehen. Da habe ich deutlich bessere Zeit. Von daher denke ich, werde ich das hier wohl schaffen. Okay, sehr spannende Partie. Danke an Pitrick. Sehr umkämpft. Hätte sicherlich Remis ausgehen können. Ich denke, in dem Endspiel stand ich ein bisschen besser. Hätte vielleicht nicht nach König G7 E5 spielen sollen, sondern einfach den Springer zurückziehen nach D5 und dann hat Schwarz immer noch diese Schwäche auf D6 und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich hier ein bisschen Vorteil habe. Ich habe vielleicht auch Ideen mit F5, aber es ist alles nicht so klar. Denke ich, sehr ausgeglichene Stellung. Okay, ich mache direkt weiter mit der nächsten Partie. Es gibt noch viele, die warten. Von daher machen wir da direkt weiter. Okay, jetzt würde ich sagen, nehme ich mal eine kürzere Partie an, denn ihr habt gesehen, die langen Partien, die brauchen alle sehr lange. Okay, eine Menge... Oh, puh. So, mal sehen. Okay. Okay, ich nehme jetzt hier von Königsmörder an. Das ist ein sehr cooler Name und der hatte mich schon vor einiger Zeit herausgefordert. Es war einer der ersten, der mich herausgefordert hat und deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, seine Herausforderung anzunehmen. Und wir warten jetzt darauf, dass die Partie beginnt. Okay, ich habe nur noch mal gecheckt, ob alles funktioniert mit den Einstellungen. Es scheint zu funktionieren. Und wir warten darauf, dass Königsmörder anfängt und ich trinke kurz einen Schluck. So, Königsmörder. Ja, wir müssen leider, denke ich, die Partie abbrechen, denn ich kann ja hier nicht... Ach doch, jetzt hat er gezogen. Na gut, endlich, weil ich kann ja sonst nicht hier ewig warten. Aber er hat jetzt zum Glück gesehen, dass ich seine Herausforderung angenommen habe. Wir spielen meinen geliebten Neidorf. Und mal sehen, wie er hier spielt. Läufer E2 ist eine eher ruhige Variante und ich spiele den Dragedorf. Wollte ich beziehungsweise. Jetzt nach Läufer E3 bietet sich G6 nicht so sehr an und jetzt spiele ich einfach mit E6. Und es bleibt dabei, es ist eine eher ruhige Variante. Er deutet an, er möchte lang rochieren. Okay. Aber es ist hier wieder simpel zu spielen für Schwarz. B5, Läufer B7, Druck machen gegen das Zentrum. Und jetzt droht sogar schon B4. Das heißt, er muss darauf, denke ich, schon reagieren. Beziehungsweise gut, vielleicht... Doch, B4 droht, weil Springer C6 würde Pik schlägt C3 folgen. Ach so, Königsmörder hat mein Video-Coaching angeschaut und deshalb hat er es nicht gesehen. Ja, ich hatte heute noch ein Video-Coaching rausgebracht. Und das hat er noch angeschaut und war dadurch abgelenkt. Okay, jetzt greift er an. G4, G5 soll kommen, aber ich kann hier das Feld D7 freimachen für den Springer und dann hoffe ich irgendwie, die Springer nach C4 zu bringen. Denn das ist ganz klar das optimale Feld hier für den Springer in dieser Neidorf-Variante. Und natürlich B4 ist jetzt auch mal eine Idee, weil der Springer hat kein so gutes Feld. Der müsste tatsächlich nach B1 zurück, sicherlich nicht sein Wunschfeld. Er ignoriert einfach alles, was ich mache, setzt auch selber auf Angriff. Das ist sehr, wie sagt man,
sehr geradlinig. Aber gut, dann werden wir mal sehen, wer jetzt hier zuerst malt. Okay, er muss jetzt Springer C4, denke ich, verhindern vielleicht. B3, ja. Das bot sich an. Aber gut. Das ist natürlich auch eine Schwächung, die ich jetzt hier gerne sehe. Und greife jetzt hier direkt den Springer und er muss wahrscheinlich nach B1 zurückweichen. Und dann ist die Frage, wie ich fortsetze. Vielleicht sogar mit D5. Das könnte dann eine Idee sein. Okay, er spielt das jetzt tatsächlich und ich denke, D5 ist jetzt hier der logische Zug. Wenn der Springer hier aus dem Zentrum wegzieht, dann ist natürlich die Kontrolle im Zentrum geschwächt und ich kann hier D5 gut spielen. Und es ist nicht so schlimm, dass ich unterentwickelt bin, denn meine Figuren kommen gleich raus und ihr seht, alle meine Figuren versuchen jetzt seinen König anzugreifen. Er spielt F4. Ich spiele meinen Springer zurück nach C6. Geht das? Läuft schlägt B5. Das ist kein Problem. Ich schlage einfach Springer schlägt B5, Dame D8. Da habe ich alles unter Kontrolle nach wie vor. Und spielt er E5. Das hatte ich ein bisschen befürchtet, dass er hier abschließt, aber ich dachte, ich könnte jetzt mit Läufer B4 oder Springer B4 irgendwas irgendwie Unruhe stiften und hoffen wir mal, dass das nach wie vor der Fall ist. Aber so leicht ist es hier gar nicht, Unruhe zu stiften. Aber ich spiele mal Läufer B4. Wird wohl die Dame nach D3 spielen? Nein, er spielt C3, okay. Ist eine weitere Schwächung natürlich. Und ich freue mich über jede Schwächung, aber ist die Frage, kann ich wirklich daraus irgendwie einen Nutzen ziehen? Der Springer steht hier nah dran am König und so richtig komme ich nicht durch. Ja, nicht so leicht. Ich spiele mal Springer D7. Im Moment kann er hier noch nicht schlagen auf B4 wegen Springer schlägt D4. Und ich möchte jetzt gerne meinen Springer nach über C5 nach E4 bringen. Okay, er greift. Jetzt ist der natürlich angegriffen, das heißt, ich muss ihn wegziehen. Ah, dann, ja, C5 war jetzt vielleicht nicht das schlauste Feld, denn jetzt kann ich meinen Springer nicht mehr dahin bringen, aber ich kann hier mit B4 anhebeln. Und das werde ich jetzt mal probieren. Und ja, jetzt kommt er hier auch so langsam an. Und es wird alles sehr konkret. Und er spielt jetzt auch schnell. Und ja, das ist jetzt hier sehr spannend. Aber jetzt habe ich doch hier was gegen mit Läufer schlägt C3. Ja, jetzt gewinne ich seine Dame und die Partie ist im Prinzip gelaufen und er hat jetzt aufgegeben. Das war eine sehr spannende Partie, hat sich gut verteidigt mit der Idee F4, E5 das geschlossen zu halten und ich glaube tatsächlich, so richtig komme ich nicht durch, weil der Springer hier steht auf B1, Springer der beste Freund des Königs und war sehr schwierig durchzukommen und vielleicht statt C3 hier Dame D3 ist eine Möglichkeit gewesen, worauf ich Springer A5 spielen wollte mit der Idee Springer C4, solchen Geschichten. Aber ob das wirklich funktioniert, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und dann in der weiteren Partie hat er sich zu sehr auf seinen Angriff konzentriert. Er hätte auch einmal einfach einen Verteidigungszug einschieben sollen. Zum Beispiel nach Läufer B4 einfach einmal Turm C1. Und ich glaube fast, dass hier Weiß sehr, sehr gut steht. Okay, kommen wir zur nächsten Partie. Und ich nehme jetzt hier eine Partie an von GM 2024. Und diese Spielerin kenne ich auch, denn ich habe bei der deutschen Jugendmeisterschaft in diesem Jahr habe ich einen Simultan gespielt. Da habe ich gegen sie gespielt. Sie ist eine sehr junge Spielerin, U12, und sie hat damals sehr gut gespielt und ein Remis gegen mich ergattert. Und deshalb spielen wir jetzt hier eine Revanche und mal sehen, ob ich diesmal mehr rausholen kann. Sie spielt hier die Variante Läufer E7. Ist mir nicht besonders bekannt, scheint eine recht solide Variante zu sein. Schwarz gibt das Zentrum ab im Zentrum, gibt das Zentrum im Zentrum, aber steht sehr solide. Und ich mag diese Stellung nicht besonders, weil passiert nicht so viel erstmal. Ich habe zwar diesen kleinen Vorteil mit dem Raumvorteil, aber es ist
letztendlich nicht besonders viel los. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwas einstelle, denn nach Läufer B3 kommt hier vielleicht C5, C4. Und wer meine Partie gegen Georgios Soulaidis kennt, der weiß, dass ich da schon mal böse auf so einen Trick reingefallen bin. Und ich spiele jetzt hier ein bisschen aggressiver mit F4. Ich will jetzt hier nicht zu lange warten und schiebe meine Bauern nach vorne. Sie spielt B6, das lädt mich ja ein zu Springer C6 und dieser Versuchung kann ich hier einfach nicht widerstehen. Und ja, jetzt schlage ich auf E7, schnappe mir das Läuferpaar und jetzt Läufer F3. Muss ein bisschen aufpassen auf Springer H4 eventuell. Und sie spielt sehr schnell, sie spielt Turm B8. Okay. Dieses Springer H4 stört mich ein bisschen, deshalb nehme ich das jetzt hier aus der Stellung und stelle meine Dame nach G3, auch vielleicht um mal Ideen zu haben später gegen den König. Und jetzt muss ich hier aufpassen mit dem Bauern auf E4, dass der mir nicht verloren geht. Aber noch habe ich ihn gedeckt, aber das ist ein bisschen unsicher jetzt hier alles, ich bin ein bisschen unterentwickelt, aber es scheint noch alles hier im sicheren Bereich zu sein. Und ich kann mich jetzt hier zu Ende entwickeln. Sie spielt A5. Ich weiß nicht genau, was sie da bewirken soll, möchte. Ich spiele einfach meine Türme in die Mitte. Und dann, jetzt gibt es auch Ideen mit E5. Das muss man natürlich alles genau abwägen, ob das auch gut funktioniert. Kann ich hier gut E5 spielen? Ich probiere es einfach mal. No risk, no fun. Aber ob das jetzt hier klappt, wir werden es gleich sehen. Es gibt die Idee, nach Läufer schlägt F3 tatsächlich sogar auf F6 zu schlagen. Vielleicht. Vielleicht ist das nicht so toll, aber ich mache es trotzdem. Mal sehen. Mal einfach sehen, was jetzt hier passiert. Ich hätte das besser berechnen sollen vielleicht, aber es ist eine 3-Minuten-Partie, da bleibt nicht so viel Zeit, was ihr auch immer bemängelt. Ich kann nicht so viel berechnen und manchmal gar nicht eigentlich meine Spielstärke zum Ausdruck bringen, weil mir manchmal die Zeit davon rennt. Aber okay. Ich glaube, es war jetzt hier nicht der schlechteste Abtausch mit F6, denn jetzt kann ich hier weiter ihren König freilegen. Und möchte natürlich jetzt hier sehr gerne den Läufer nach C3 spielen. Da steht er sehr, sehr schön und sie ist jetzt gezwungen auf E4 zu schlagen. Ich gebe erstmal einen Schach, das kann nicht schaden und schlage jetzt hier gleich auf E4. Kann ich schon mal ein Tempo machen. Okay, ich denke, ich habe hier die klar besseren Aussichten wegen dem geschwächten König eben von ihr. Sie möchte die Damen tauschen. Das möchte ich natürlich nicht, denn ich will ja matt setzen. Von daher Läufer D4 blieb mir fast nichts anderes übrig. Und jetzt weiter matt. Mal sehen, ob es klappt, aber ich bin hier zuversichtlich. Sie gibt einen Schach erstmal, okay. Sie muss jetzt hier Springer E5 spielen, das ist eigentlich der Springer F8, das kann nicht gehen. Das muss hier sofort matt sein. Das muss jetzt hier matt sein, ja. Okay, ja, auch eine spannende Partie, wie ich fand. Aber dieser Vorschuss E5, ich weiß nicht ganz, ob es funktioniert. Ich habe es einfach intuitiv gemacht. Jetzt ist nicht mehr verdödeln hier, aber ich glaube, hier kann ich nichts mehr verdödeln. Das ist im nächsten Zug matt. Okay, und sie hat aufgegeben. Ja, ich würde sagen, der kritische Punkt war hier nach E5, Läufer schlägt F3, E schlägt F6. Vielleicht jetzt Läufer schlägt D1. Kann gut sein, dass das hier möglich ist. Sieht sehr, sehr krumm aus. Für Schwarz, aber dieser Bauer, wenn ich den nicht halten kann, habe ich auf einmal
zwei weniger und ich bin mir nicht sicher, ob ich den halten kann. Ich glaube es fast nicht und es kann tatsächlich gut sein, dass ich hier sehr, sehr schlecht stehe auf einmal. Ja, das war vielleicht ein bisschen riskant von mir gespielt. Okay, nächste Partie. So. Ich nehme die Partie an von Eric Winter. Das ist mein treuester Abonnent auf YouTube. Ist seit 2012 schon dabei, also fast direkt nachdem ich meinen Kanal gestartet habe. Und ich denke, wenn hier einer es verdient hat, gegen mich zu spielen, dann ist es auf jeden Fall er. Und er spielt hier den Franzosen. Wir haben wieder ein bisschen mehr Zeit. Spielen eine 5-Minuten-Partie diesmal. Ich spiele hier das System mit Springer D2. Ist deutlich solider, wie ich finde, als Springer C3. Springer C3 gab es so manche Varianten, die haben mir einfach nicht zugesagt. Es war sehr strategisch und war einfach zu viel Risiko. Und hier ist es alles ein bisschen entspannter. Und die Züge liegen eigentlich wieder mehr oder weniger auf der Hand. Aber man hält hier natürlich seine Bauernkette intakt und wir gehen Springer nach E2, damit man den anderen Springer nach F3 stellen kann. Er spielt jetzt Dame B6. Das heißt, er würde jetzt wohl gerne auf D4 schlagen und ich sollte den Bauern decken mit Springer F3. Und jetzt kann ich hier kurz auch hier, und diese Variante ist ein bisschen giftig für Schwarz, das habe ich mir mal angeschaut und habe ich auch in meiner Videoserie gegen den Franzosen empfohlen, diese Variante mit kurz auch gerade, recht unbekannt, dass man hier einen Bauern opfern kann auf E5 und das kann tatsächlich recht gefährlich werden für Schwarz. Und ich hoffe, dass er ihn annimmt, aber er sollte ihn auch annehmen, denn wenn er ihn nicht annimmt, wie jetzt hier, kann ich, denke ich, sehr gut Springer F4 spielen. Und jetzt den Bauern auf E6 angreifen. Und jetzt schlägt er auf E5 und das freut mich, denn jetzt erreichen wir tatsächlich Zugumstellung zu der Variante, wenn er direkt auf E5 geschlagen hätte. Ich frage mich, ob ich jetzt hier noch was Besseres habe. Dame H5 Schach ist vielleicht auch sehr, sehr attraktiv. Vielleicht soll ich einfach Dame H5 Schach spielen. Läufer E3 würde überleiten in die andere Variante. Ich spiele Dame H5 Schach. Man muss sich ja nicht immer ganz statisch an seine Varianten halten. Und wenn der Gegner abweicht, kann man ja auch einen anderen Zug spielen. Und jetzt ist Springer F7 natürlich erzwungen. Andere Möglichkeit hat er hier nicht. Und dann könnte ich oder möchte ich sehr gerne auf H7 schlagen, falls ich nicht noch was Besseres habe, aber ich denke nicht. Ja, Springer F7 ist eigentlich erzwungen. Ich weiß nicht, warum man nachdenkt. Springer G6 würde ich einfach rausschlagen, dann hängt der Turm. Okay. Ja, den Springer nehme ich mir. Das ist nett. Aber ich glaube auch nach Springer F7, Läufer schickt H7, wäre die schwarze Stellung sehr unangenehm, denn Springer G6 droht und ich sehe gar nicht eine Möglichkeit, wie Schwarz das verteidigen soll. Okay, aber hier natürlich Springer schlägt D5, Dame schlägt G7, droht. Das ist natürlich jetzt verloren, ganz klar. Ja, tut mir ein bisschen leid für Eric Winter. Vielleicht können wir irgendwann nochmal ein Rematch machen. Dass die Partie jetzt hier doch relativ schnell, relativ klar entschieden war. Aber okay, er kämpft weiter. Und ich würde sagen, ich spiele einfach Läufer E3, entwickle hier meine Figuren zu Ende und der Angriff wird hier mit Sicherheit gleich weitergehen. Okay, hier öffnet er jetzt noch meine F-Linie, das ist natürlich auch sehr erfreulich für mich, denn jetzt greift der Turm auf F1 ins Geschehen ein und jetzt
Jetzt habe ich hier 1000 Abzüge im Prinzip. Was ist der beste? Ja, ich spiele einfach Springer schlägt D5, schnapp mir die Dame. Dann kann wohl nichts verkehrt sein. Aber vielleicht spiele ich nach König G8 oder Dame H5. Vielleicht bin ich sogar so dreist und nehme noch nicht mehr die Dame. Und er gibt jetzt hier die Partie auf. Ja, das war direkt aus der Öffnung natürlich sehr schwierig. Ich kann mir mal kurz hier... Schwarz sollte tatsächlich dieses Bauernopfer annehmen, aber es ist recht gefährlich. Hier Läufer E3 und jetzt Läufer C5, Springer F4 ist gefährlich für Schwarz. Deshalb wahrscheinlich Dame D8. Aber ich denke, Weiß hat hier exzellente Kompensationen. Ich möchte das... Persönlich würde ich das nicht gerne spielen hier mit Weiß. Und ich mache eine kurze Pause, ich hatte es erwähnt, nur als Sicherheit, um zu checken, ob alles funktioniert, und dann geht es gleich weiter im nächsten Teil. Okay.